Aus Gewohnheit einfach mal einen Schnittklatscher. Wir starten die Video mit, dieses Video mit der Tatsache, dass ich hier etwa ein Haar am Kinn habe. Und wir haben keine Content-Ideen mehr. Also beziehungsweise habe ich keine Lust, ein Video zu gucken. Also haben wir überlegt, wir gucken einfach zusammen eine Zeitschrift an. Warum nicht einfach auch auf YouTube beweisen, dass man Ü30 ist? Fast 40. Da kann man auch mal eine Bravo angucken. Ich war schon überrascht, weil Bravos kosten 3,20 Euro. Ich bin der festen Überzeugung, ich habe die früher für 2,40 Mark gekauft. Das macht die Sache nicht schlechter und nicht besser. Ich war aber verwundert. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, an der Kasse trotzdem 2,40 Mark zu bezahlen. Ich sag's nur. So, sieht man alles? Ich glaube ja, ne? Jetzt kitzelt natürlich meine Nase. Ich habe meinen Hafercookie mitgebracht. Ich habe den aber extrem blöd eingepackt. Ich sag dir, wie es ist. Es gibt einfach den falschen Vibe, wenn man das so anguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den essen. Wahrscheinlich werde ich high nur von dem Gedanken dran. So, was erwartet uns denn in dieser Bravo? Die 30 coolsten True Crime Serien. Katja teilt aus. Vincent will nicht ins Freibad. Er will Schauspieler werden. Okay, und weißt du genug fürs erste Mal? Ich habe ein bisschen Angst. Bravo Sport. Kauft sowas jemand? Kaufen Kinder Bravo Sport? Wenn ja, tut mir leid. Eltern kaufen ihren Kindern Bravo Sport. Das weiß ich. Ich habe nämlich auch schon Bravo Sport für jemanden gekauft. War aber ein Flop. Würde ich nicht nochmal tun. Wissen. Was tun nach der Schule? Oh, das finde ich interessant. Gut, ich glaube, hier erwartet uns nicht so viel. Herr Anwalt ist in der Bravo. Ich dachte immer, Herr Anwalt ist eher so... Na gut, okay, warum sollte er nicht in der Bravo sein, ne? Aber ich wusste nicht, dass Herr Anwalt zunächst... Nein, guck es dir einer an. Wie alt ist der Anwalt? Herr Anwalt, ich weiß, dass du die Videos nicht guckst, weil ich absolut unbekannt bin. Aber falls Verwandtschaft von dir zuguckt, wie alt bist du? Frag bitte, wie alt er ist, würde mich interessieren. Den Bravo Otto gab es früher sowas auch. Herr Anwalt, ganz seriös, funny im Kaufland. Really? Will man Kaufland-Werbung machen? I don't know. I feel you. Ich habe schon gute Ideen für das Geburtstagsgeschenk. Ich verstehe gar nicht, was die Bravo macht. Wer hat das aufgeteilt? Wer hat dieses Design gemacht? Also Hot Stuff hier. Wer war dabei? Auch in diesem Jahr konnte die Bravo-Community für ihre Lieblingsstars bla 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 voten zu den Gewinnern. Okay. Ach, guck mal, der Anwalt heißt Tim mit Vornamen. Das wusste ich gar nicht. Und da steht auch noch das Alter. Er ist 38. Du bist so alt wie ich und siehst so viel jünger aus. Halt's Maul. Unnötig, aber geil. Fake Lashes. Ich finde unnötig und hässlich, muss ich ganz ehrlich gesehen. Fake Lashes sind nicht so meine Welt. Die gibt es bestimmt auch in gut, aber die meisten, die ich sehe, die haben das Problem, dass die dann immer, die haben so lange und dann kriegen die Augen nicht so weit aus, nicht so weit auf und die sehen dann aus, als würden sie Kekse aus Plastikbeuteln essen. Bin ich ehrlich, möchte ich zugeben, auch wenn das bei der Frau jetzt nicht so übertrieben ist. Bin einfach kein Fan. Wahr oder falsch? Bin ich zu dumm für die Zeitschrift? Die machen gar kein Geheimnis draus, wahr oder falsch. Mag Miley ihre Fans nicht, ist auf jeden Fall falsch. Und sie machen schon Dings drauf. Ich habe gar kein Bedürfnis mehr, das zu lesen, weil ich schon weiß, es ist falsch. Tut mir leid, dann lese ich es auch nicht. Bravo, ändere das. Das ist überhaupt kein Cliffhanger. Wollt ihr Kindern das Bedürfnis nehmen, das zu lesen? I do understand. Gab es den psychikranken König George wirklich? Queen Charlotte? Das habe ich angefangen zu gucken. Ich bin ganz froh, dass ich Netflix gekündigt habe. Glow up. Ach so, das sind die, die irgendwann schöner werden, ne? Verstehe ich gar nicht. Die war doch früher auch schon schön. Bla bla bla, besonderes Mädchen. Mit vielen Talenten. Ich hasse diese Talentscheiße. So ein Bullshit. Die hat viele Interessen. Shake it up, nie gesehen. Ich kenne sie. Tom Holland, was hat der gemacht? Kenne ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Kennt man den?
Am Ende war es irgendein Spider-Man. Im Zweifel war jeder Schauspieler irgendein Spider-Man. Ich bin besessen von meinen Katzen, schwärmt Taylor Swift. Ja, das kann ich verstehen. Flauschi Friends, Meredith Grey, Benjamin Button und Olivia Benson. Das sind die Namen ihrer Katzen. Ich darf die Mund gar nicht so voll nehmen. Aber hier ist noch mehr Hot Stuff, der schlecht aufgeteilt ist. Na gut, hier spukt's, Grusel von Geistervilla. Der Film sieht schon scheiße aus. Da brauchst du gar nicht weiter lesen. Der Film sieht schon scheiße aus. Wer das Plakat gemacht hat, tut mir leid. Oh, The Witcher. Banger-Serie. Geht das weiter? Staffel 3? Ich habe Staffel 1 und 2 geguckt. Auch auf Netflix. Ich will nicht schon wieder ein Abo abschließen. Ich hasse Netflix. Wir haben uns für grüne Limo entschieden, weil ich dachte, das sieht fancy aus. Aber jetzt hätte ich doch gern Wasser. Ist sehr süß. So, der Superhund Lassie. Lassie ist wieder ein Ding, okay. Lassie war nicht mal ein Ding, als ich klein war. Aber als mein Vater klein war. Ist also schon ein bisschen her. Pink Power, Barbie. Oh, da sehe ich überall diese Scheißfilter auf, ich glaube, TikTok ist das. Finde ich super strange, aber gut. Aber gut, warum nicht? Barbie muss ihr zu Hause verlassen, sie ist nicht perfekt genug. Oh Gott. Das ist eine aufrüttelnde Geschichte darüber, dass Unperfekt einfach viel perfekter ist als perfekt. Und erzählt wird sie von Barbie, wie sozialkritisch. How to be plakativ in a nutshell. Ich krieg bald meine Tage, ich bin ultra judgy. Es tut mir jetzt schon leid für die Bravo, liebe Bravo. Das nächste Mal lese ich dich während meines Eisprungs. Und dann vielleicht hast du Glück, dann mag ich dich vielleicht. Die wilden Kerle? Hä, ist die von 2023? Ja. Ich stehe ein bisschen auf den Wilson. Sage ich, wie es ist. Also nicht so körperlich. Ist jetzt nicht so, dass ich da über irgendwas drüber rutschen möchte. Aber ich liebe seinen Social-Media-Krams. Was ich zumindest sehe. Crow, Eliva, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Elif kenne ich auch nicht. Kenne niemanden. Wilde Fußballerin Vanessa. Boah, Hot Stuff interessiert mich nicht. Okay, Nico Santos. Kenne ich auch nicht. Und das ist ein Interview. Mhm. Wer hat das Foto gemacht? Wer hat sich dafür die Kontraste entschieden? Nico, der Typ, der das Foto gemacht hat, red mal mit dem. Das hätte man bestimmt schöner machen können. Man sieht nicht mal, wo deine Beine sind. Deine Beine sind einfach ein großer Play-Doh-Klumpen, schwarze Masse. Das tut mir ein bisschen leid, aber dein Ring glänzt schön. Ich bin mein eigener Chef, wurde spätestens 2017 mit seinem Song Rooftop mega bekannt. Ah, wenn ich es höre, kenne ich es vielleicht, ne? Was liebt er an seinem Leben? Ja, was liebst du denn, Nico? Wir gucken mal, vielleicht ist eine interessante Frage dabei. Bist du jetzt ein anderer, Nico? Nein. Ist es schwer für dich, ein normales Leben führen zu können? Oh, er wohnt in Berlin und er trifft bekannte Leute. Ach nee, da ist es normal, dass man bekannte Leute auf der Straße trifft. Okay, Privatsphäre ist anders, ist wichtig, bla bla bla. Wenn er eine Auszeit braucht, sucht er sich Orte aus, in denen er ungestört sein kann. Oh shit. Was sucht man sich denn, wenn man eine Auszeit braucht? Suchen sich Leute beliebte Orte aus, um Ablenkung zu haben dann vielleicht. Aber ist das dann eine Auszeit? Ablenkung? Ja, warum auch nicht? Hm? Ja, okay. Du hast lange vor deinem Erfolg Musik gemacht. Ach, du hast lange vor deinem... Ich habe einen Sprachfehler heute. Ne? Lese- und Sprachfehler direkt. Hast du dir das Leben als da so vorgestellt? Ich hatte nie eine richtige Vorstellung. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Also anscheinend hat er sich's nicht so vorgestellt. Und irgendwie schon. Okay. Er fragt sich, warum er früher mehr Zeit hatte. Ey, das habe ich mich letztens auch gefragt. Aber ich glaube, je weniger Kohle du hast, umso mehr Zeit hast du irgendwie. Je mehr Arbeit und je mehr
Hustle, es ist nicht so, dass Leute, die kein Geld haben, kein Hustle hätten, aber wie soll ich sagen, als ich Student war zum Beispiel oder in der Ausbildung, das meinte ich, diese Zeit, da hatte ich nicht mal genug Geld, um mir eine Leberwurst vom Metzger zu holen, aber ich konnte den ganzen Tag im Ostend chillen, aber in dem Teil, in dem keine Drogen genommen wurden, gab es so zwei Teile, Frankfurter Ostend, der eine Teil, sehr nadellastig, der andere nicht so ein Nadelkissen. Das meine ich. Ansonsten musst du natürlich immer viel arbeiten, auch wenn du kein Geld hast. Die ja meistens noch mehr. Ne? So war es nicht gemeint. Ich meinte eher so diese Studentenphase. Oh, Erfolg ist was Positives. Er ist froh, dass er sein eigener Chef ist. Ja, okay. Ich bin ehrlich, Nico. Du siehst aus, als wärst du nett, aber das ist super langweilig, das Interview. Oh, aber er will mal Papa werden, ist ja ganz süß. Aber da mache ich mir gar keinen Druck. Sehr gut. Sein Vater ist 48. Na dann, wie alt bist du denn? Also ich finde ältere Eltern nicht schlimm. Hauptsache, die Eltern lieben ihre Kinder. Ne? Gibt ja Leute, die lästern da ultra drüber. Wie wird man beliebter? Hals, Maul. Wie wird man beliebter, wenn hier jetzt Scheiße drin steht, Bravo, dann... Wie wird man beliebter? Was Nico Santos geschafft hat, kannst du auch? Nee, was Nico Santos kann, schaffst du auch? Okay. Kann ich bleiben, wie ich bin? Ich will das gar nicht lesen. Ja, bleib, wie du bist. Sei kein Arschloch und such dir Menschen, die zu deiner Persönlichkeit passen. Meine Herren. Offen für Veränderung, aber dein Charakter, dein ganzes Selbst, die bleiben natürlich, wie sie sind. Gut. Du bist du und das ist auch gut so. Gut. Bla, bla, bla. Versuchst du jemand anders zu sein, bist du unglücklich. Ja, und niemand mochte diese Kinder, die sich so schauspielerisch verstellt haben. Die mochte keiner. Die haben trotzdem im Bus vorne gesessen. Ich sag's dir. Imitiert. Wir alle hatten diese Freundin in der Schule, oder? Die irgendein anderes Mädchen, also diese Freundin, diese Bekannte, die irgendein anderes Mädchen nachgemacht hat. Aber was hat es mit Nico Santos zu tun? Also abgesehen davon, dass ich den armen Mann nicht kenne. Nee, es tut mir leid, ich kenne das nicht. Aber das Lied kenne ich bestimmt. War der unbeliebt vorher? War der... nicht so cool, wollte man den nicht? Schau doch mal, welches Verhalten dich auf die Palme bringt. Es gibt ja Studien darüber, dass man an anderen Leuten die eigenen Schwächen am meisten hasst. Also wenn ich zum Beispiel es ultra doll hasse, wie, keine Ahnung, unpünktlich jemand ist, dann ist das Indiz dafür, dass ich mit Pünktlichkeit hier und da einen Struggle habe, sehr hoch. Habe ich mal gelesen. Das Beispiel passt hoffentlich. Oder mit, weiß ich nicht, jemand ist zu ehrgeizig, bla 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 bla. Aber, ja, weiß ich nicht. Was dich nervt, nervt sich ja auch andere. Weiß ich auch nicht. Ja, aber ist man so reflektiert? So, wann liest man die Bravo? So mit 14, 15? Was nervt mich an mir selbst? Also mit 14... hat mich an mir selbst am meisten genervt, dass ich so dunkle Haare an den Armen hatte. Ich glaube aber, das hat niemand anderen genervt. Niemand anderes hatte da so einen Struggle mit wie ich. Hab die nicht rasiert, nur einmal. Und dann habe ich einfach, ich hatte Arme wie ein Schmirgelpapier. Danach wusste ich, die können bleiben. Wenn schnell aufregend sich zu deinem Temperament gehört, dann wird aus dir kein Lämmchen. Akzeptiere das einfach. Ja, akzeptiere dich, wie du bist. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Ich bin gerade meine Mutter geworden. Muss ich perfekt sein? Nein, finde ich eine gute Antwort, liebes Bravo-Magazin. Hier steht gar nicht, wer das verfasst hat. Ne? Könnt ihr immer outcallen, wer das war? Ah doch, Text Claudia Lück. Claudia, ich bin da ganz pro. Fotos von Shutterstock. Ah, das sind nicht mal echte Jugendliche. Also schon echte, aber von Shutterstock. Stimmt, das habe ich mal in der Telefonwerbung gesehen, glaube ich. Ein ähnliches Bild. Gab es wahrscheinlich gerade ein neues Handy.
Wie lerne ich neue Leute kennen? Dafür gibt es kein Geheimrezept. Claudia, ich mag dich. Menschen sind Rudeltiere. Ja, glaube ich auch. Jemanden anschauen, lächeln. Lächeln ist ein gutes Ding. Ich habe immer so kleinere Projekte im Ort. Und zwar gibt es da immer Leute, die gucken ultra griesgrämig und die lächle ich jedes Mal an und winke denen. Also, weil ich denke, irgendwann lächeln die zurück. Und bei Zweien hatte ich schon einen Durchbruch. Die freuen sich jetzt immer, wenn sie mich sehen. Oder sie tun nur so, damit ich aufhöre, mich zu freuen, wenn ich sie sehe. Aber Leute mit Leuten zusammen lächeln ist einfach ein Projekt geworden hier in Incest City. Du signalisierst, dass du ihn sympathisch findest, will sie verstehen, bla bla bla, entsprechend reagieren. Naja, ich hab mal gehört, wenn du weißt, dass jemand dich nicht leiden kann, dann solltest du ihn um Hilfe bitten. Also zum Beispiel der Bruder von einem Ex-Freund von mir, der hat mich gehasst wie die Pest. Und irgendwann war ich da und habe gesagt, yo, Bro, kannst du mir mal bitte die Flasche aufmachen? Sowas wäre ein Moment, bei dem man dann Sympathien weckt, weil du um Hilfe bittest. Ob man das machen möchte, ist die andere Frage, aber das habe ich mal gelesen. In so einem irgend so ein Blättchen halt. Am besten ist die Kombination aus Aktion, mal nein, und Zurückhaltung. Aktion und Zurückhaltung. Ja, es muss halt einfach passen, die Kommunikation, ne? Was kommt gut bei anderen an? Nehmen wir mal einen Keks, ja? Jemand mit teuren Klamotten, großer Klappe, grandiosen Sporterfolgen. Also es gibt Leute, die kannst du mit Erfolgen beeindrucken, okay. Mhm. Wenn das nicht dein Ding ist, dann hast du vielleicht lustige Ideen, kannst super Witze reißen. Wenn du so ein bisschen deiner Leidenschaft nachgehst, dann findest du in der Regel auch Leute, die deine Leidenschaft teilen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie das in der Schule war damals. Ich glaube aber auch, als ich gekifft habe, haben ganz viele meiner Freunde, also habe ich den Freundeskreis gehabt mit dieser Kiff-Leidenschaft. Als ich dann viel Graffiti gemacht habe, war ich mit Leuten unterwegs, die viel Graffiti gemacht haben. Ich glaube, sowas entwickelt sich einfach, wenn man so ein bisschen seine Hobbys auslebt. Wobei Kiffen jetzt kein Hobby ist und man sollte das auch nicht machen. Drogen und so. Versuch's mal mit den altmodischen Eigenschaften, Offenheit, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. Ja, aber wenn ich halt schüchtern bin, wenn ich nicht der offene Typ bin, dann muss ich ja warten, bis jemand auf mich zukommt. Dann ist es auch okay. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann fragst du halt erst mal was. Und lässt die anderen erzählen. Ja, okay, ist aber auch cringe, wenn du die ganze Zeit die Person bist, die Fragen stellt, oder? Ich habe heute an allem was auszusetzen. Wir blättern besser weiter. Oh, hallo, Shirin. Ist doch Shirin und David, oder? Nee, Katja Krasavice. Whoops. Ich verwechsel die beiden immer. Oh, ich weiß nicht, ob das hier YouTube-tauglich ist. Wir machen es mal so. Auch leise zu bleiben kann ein Angriff sein. Ja, okay. Frauen müssen gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Singt Katja in einem neuen Hit. Worum geht es in diesem Track? Warum ist dieses Thema so wichtig? Weil ich selbst so viele Jahre damit zu kämpfen hatte. Es war so schlimm, dass ich sogar angefangen habe, selbst zu glauben, dass ich in eine Schublade gehöre. Aber das finde ich mal ganz schlimm. Also wenn Leute das glauben, was ihnen so gesagt wird. Frauen müssen mit so vielen Vorurteilen kämpfen. Sie lästern ständig, sind zickig, brauchen ewig im Bad. Ich kenne legit keine Frau, die länger im Bad braucht als ihr Mann. Also der Luis, bis der sich die Haare gewaschen hat und fertig ist. Boah, der hat auch so viele Schuhe. Ist kein Spaß mehr. Ist einfach kein Spaß mehr. Aber es gibt wirklich viele Klischees. Das ist schon wirklich so. Ich finde so, die hat jetzt natürlich auch so einen kleinen Shitstorm gehabt, ne? Mit ihrer McDonald's, oder ist es die? Ich verwechsel die immer.
Am Ende ist es Shirin David. Nee, McDonald's war Shirin David. Katja Krasavice. Krasavice. Ist Krasavice nicht russisch oder polnisch und bedeutet schön? Muss ich mal googeln nachher. Weiß ich nicht. Das interessiert mich auf jeden Fall nicht so. Glücklich zu sein ist mir sehr wichtig. Gibt es Menschen, die sagen, glücklich sein wäre ihnen nicht wichtig? Das ist eine Banger-Aussage. Nial. Es gibt es Leute, die sagen würden, es ist... Nö, glücklich ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Dass ich bin lieber... Also ich würde sagen, unglücklich sein ist mir schon ganz recht. Bin ich ein Fan? Sitzen jetzt Leute hier davor und sagen... Glücklich zu sein ist mir sehr wichtig. Warum habt ihr dieses Statement rausgeholt, André? Ha? André, du hast den Text verfasst. Warum dieses Statement? Du hättest doch bestimmt auch, der hat doch bestimmt was Klügeres gesagt. Ich bin ein Optimist, versuche es gut in allem zu sehen. Außer man macht mich richtig wütend. Lacht. Ich halte mir auch immer vor Augen, dass ich meinen Lebensunterhalt verdiene und nur wenige Leute das Privileg haben. Okay? Ich bin sehr glücklich, das freut mich. Also der macht auch Musik. Ich muss die ganzen Leute mal suchen. Ein Album mit The Show, okay? Ah nee, das Album heißt The Show. Wer ist er? Luis. Luis Capaldi. Ich kenne niemanden, ich bin so scheiße. Gehört zu den engsten Freunden. Seit der Schule ist er mit dem befreundet. Ich kenne niemanden hier draus. Ja, das sind auch so gestellte Fotos. Ist bei gut, ist halt so ein Ding, ne? Bei so Magazinen, gestellte Fotos, was willst du machen? Das interessiert mich leider auch nicht so, da blättern wir weg, oder? Interessiert es jemanden, ein normales Leben, hast du schon mal drüber gedacht, ein normales Leben zu führen? Nee, der wollte schon immer Musiker sein. Bla, bla, bla. Dass ich irgendwie Musik aufhören will. Also das kann ich verstehen, ne? Wenn du das immer so geplant hast. Ich habe ja auch, ich habe früher mal als Sekretärin gearbeitet. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, jemals wieder was anderes zu machen, als das, was ich jetzt mache. Dumm auf YouTube Bravo-Zeitschriften lesen und malen. Das mit den Bravo-Zeitschriften sollte aber eine Haupteinnahme von mir werden, finde ich. Aber wie gesagt, ich kann das total verstehen. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, nicht selbstständig zu sein. Ginge einfach nicht. Lisa und Lena, die kenne ich doch von TikTok oder so. Kann das sein? Die haben so Dances gemacht, ne? Das Power-Duo auf neuen Wegen. Die sind ja schon ein bisschen cute, die zwei. Ich glaube, die haben es auch gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein. Ach, die haben jetzt einen Kinofilm. Ob das was wird? Könnt ihr Schauspielern? Bestimmt. Bestimmt. Ob man als Zwillinge, weil das ist wahrscheinlich auch super individuell, ne? Das ist eine dumme Frage. Ich würde gerne wissen, wie es statistisch ist, wie viele Zwillinge ein Problem damit haben, immer als quasi ein Duo gesehen zu werden und wie viele kein Problem damit haben. Es würde mich interessieren. Also weil es gibt ja ganz oft, ey, wenn wir Zwillinge im Bekanntenkreis hatten, dann waren das immer die Zwillinge. Oder die, weiß ich nicht, wir hatten mal ein Zwillingsjungenpaar, nennen wir sie die, jetzt fällt mir natürlich kein Name an, außer ihr echter Name, ne? Nennen wir sie die Hüllers. Dann waren es einfach immer, es war nicht Sebastian und Sebastian Hüller, sondern es waren die Hüllers einfach. Das kann ich verstehen. Ihr skatet im Film, skatet ihr auch privat? Oh nee, sie hat ein extra Skate-Training. Die Armen, das ist bestimmt schwierig. Ich habe mal Skateboard versucht. Ich war scheiße. Ihr wart schon mit 8 Jahren im Game. Was? Mit 8? Weil die wollten oder weil die Eltern das cool fanden? Bitte, wenn ihr 8 Jahre alt seid, ich glaube, sowas ist selten gesund. Also bei denen scheint es ja ganz gut gelaufen zu sein, aber boah. Seitdem die 8 waren, oder habe ich das falsch gelesen? Ihr wart schon mit 8 Jahren im Game. Das finde ich schwierig.
dass wir uns aufbewahrt haben und uns immer bewusst waren, auf welche Aufträge wir annehmen. Wie kann man sich als Achtjährige bewusst sein, welche Aufträge man annimmt? Ich muss mir die Nase gleich mal putzen gehen. Welche Aufträge man annimmt? Woher weiß man das? Ich gehe mir gleich mal ein Taschentuch holen und einen Schluck Wasser. Das ist so süß. Guck mal, ich lasse euch kurz alleine mit Lisa und Lena. Ihr hört mich ja trotzdem. Ich bin gleich wieder da. Ich brauche ein Taschentuch. Sonst muss ich euch hier einfach ins Ohr rotzen. Ach, guck mal, der Yoshi hat hier sogar Taschentücher liegen. Aber die riechen nach irgendwas. Ah, wer will Taschentücher, die nach was riechen? Aua. Aha, gut, hier ist noch Wasser. Das nehmen wir einfach. Ich habe so viele geöffnete Wasserflaschen in diesem Raum, also in diesem Studio. Schlimm. So. Manchmal sind wir kleine Dieven. Auch Zwillinge. Na Mai. Oder? Sind 21 und seit über 11 Jahren erfolgreich im Musikbusiness. Haben die auch als Kinder angefangen? Puh. Okay. Das ist so ein Ding, ne? In diesem Jahr wollen die Zwillinge ihre Karriere aufs nächste Level bringen. Wer sind die? Kennt man die? Also klar kennt man die, das ist eine dumme Frage, aber... Aha, die Fotos haben sie von Instagram. Beim Eurovision Song Contest waren die dabei. Den habe ich geguckt. Aber nur, weil Jan und Olli mitgesprochen haben, also drüber gesprochen haben. Hm. Ja, okay. Einer ist auf jeden Fall der größere Playboy. Na gut, wer ist gemeiner? Markus ist gemeiner. Okay, wer ist der bessere Lügner? Da hat nur einer drauf geantwortet. Martinus scheint allgemein nicht so viel zu reden, ne? Ich bin aber auch bei uns, also ich habe jetzt keinen Zwilling, aber wenn man jetzt ein Interview von mir und dem Luis hier drin hätte, dann würde wahrscheinlich dauernd ich antworten, weil ich so viel rede. Ganz schlimm. Der Luis hat gefühlt immer nur drei Sachen zu sagen. Oder vielleicht würde er auch viel mehr sagen, wenn ich nicht da wäre. Möglich ist das. Ich weiß es nicht. Taylor Swift, sie ist bodenständig. Taste-Tipps für mentale Stärke. Ja gut, ich glaube, die brauchst du, wenn du so im Showbiz bist, ne? Sie ist Weltstar, immer mehr Rekorde. 33 ist die erst. Ich hätte die ein bisschen älter geschätzt, aber nur, weil sie so reif wirkt und ich schon so viel von ihr gehört habe, dass es sich anfühlt, als wäre sie schon 800 Jahre in dem Business. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so im Business ist, muss man sehr erwachsen sein. Daran merkt man, dass ich nicht im Business bin. 530 Millionen Euro Vermögen. Holy cow, Alter. Aber sie ist bodenständig und mag Katzen. Tour kam mehrmals mit Starkregen, doch anstatt die Shows. Was? Auf der Tour kam mehrmals Starkregen. Aber statt die Shows abzubrechen, stand Tay 3,5 Stunden im strömenden Regen und performte. Oh, das will aber was heißen. Bei Starkregen hätte ich keinen Bock. Ob sie danach erkältet war? Man merkt ein bisschen, dass ich Mutti bin, ne? Stell das mal ein bisschen weg. Die Sängerin hat ihre Meinung, teilt diese ganz offen und ehrlich. Oh, die rechnet in ihren Songs mit ihren Ex-Freunden ab. I didn't know. Hat sie viele Songs über Ex-Freunde? Ich finde es nicht schlimm, viele Ex-Freunde zu haben, aber es würde mich interessieren, ob das viele Songs darüber sind. Ich weiß gar nicht, ab wann zählt man jemanden wirklich als Freund? Also so als feste Beziehungsnummer halte ich für sehr schwierig. Ich hätte gerne ein Brötchen. Sie lässt sich nicht beirren. Das sind ihre mentalen Tipps, ja? Authentisch sein, sich nicht beirren lassen. Songs über Ex-Freunde schreiben. Ich weiß nicht, ob das ihre Tipps sind. Ich glaube, das sind die Tipps, die ihr in den Mund legt, ja?
ihr geht davon aus, dass das ihr Erfolgsgeheimnis ist. Sehe ich das richtig? Sie sammelt Karma-Punkte. Okay, das kann ich verstehen. Wenn mir was Gutes passiert, versuche ich auch immer was Gutes weiterzugeben. Ich mache das meistens, wir erzählen nicht, wie ich das mache, es geht keinem was an. Ich hasse auch diese Selbstbeweihräucherung. Man sollte versuchen, immer die beste Version von sich selbst und ein guter Mensch zu sein. Ja, schafft man das? Ich nicht. Ich nicht. Ich gebe mir schon Mühe, ein guter Mensch zu sein, aber ich erwische mich auch oft dabei, wie ich ein richtiger Wichser bin. Und dann denke ich mir, Maries, was soll das? Nicht zu Fremden, meistens nur zu Leuten, die irgendwie schon so ein bisschen sind. Naja. Sie wagt auch mal einen Neustart. Das halte ich übrigens auch für ganz wichtig. Ey, wenn du auf was keinen Bock mehr hast oder dir macht etwas keine Freude oder du merkst, es läuft einfach überhaupt nicht und du hast keinen Bock weiterzumachen, fang was Neues an. Das ist überhaupt nicht schlimm. Finde ich nicht tragisch. Edin ist deep. Wer ist Edin? Wer hat das geschrieben? André, du schreibst ganz schön viel für die Bravo, ha? Huh? Die Schrift ist furchtbar. Hat jemand gesagt, nehmt bitte so eine handgeschriebene Schrift? Ich wette, ihr habt diesen Schriftengenerator benutzt, den man bei Google findet, ne? Muss jeder Buchstabe einmal aufgeschrieben werden? Und dann hast du das als Schriftart, die du benutzen kannst. Das sieht scheiße aus, Bravo. Mann. Mit wem würde der Lost Tape, der was für ein Star? Deutschrapper Edin hat mit uns Feature Tinder gespielt. Ah, mit wem er zusammen aufnehmen würde. Okay, I get it. Ich würde mich für Kamora entscheiden. Okay. Oh, ich mag Nina Chuba. Die ist ultra cute. Gar nicht unbedingt wegen dem Wildberry Lily, sondern ich verfolge ihr TikTok, ist es, glaube ich, ne? Oder Instagram? Ich weiß es nicht. Da ist die ultra süß und so sympathisch. Und die hat mit Provinzen ein ziemlich schönes Lied gemacht. Komme ich aber nicht drauf, wie das heißt. Die Texte von Paula Hartmann sind deep. Okay, kenne ich nicht, aber google ich mal. Ariana Grande, die ist so hübsch. Wunderschöne Frau. Die andere kenne ich nicht, die ist bestimmt auch wunderschön. Katja Krasavice oder Juju? Juju kenne ich nicht. Also ich glaube, weil sie mehr deepe Songs, also er mag's deep, okay, er mag's deep, steht ja hier, warum? Du hast weiße Zähne, Alter. So amerikanisch weiße Zähne. Sind das diese, wie heißen die? Du weißt, was ich meine. Also, weil das ist doch mehr als gebleached. Guck doch mal, entweder das war hier, Fotos, Sony Music. Wir haben mit Sony Music zusammengearbeitet, das war ziemlich cool. Aber das sind doch Veneers. Wo hast du dir die Zähne machen lassen? Würde ich gerne wissen. Ich hatte so viel Liebeskummer in meinem Leben. Ich würde ja gerne, also nicht, dass ich nicht glaube, dass er das hatte oder so, aber man greift ja in so einer Zeitung bestimmt auch so ein paar schmissige Headlines raus. Ich würde gerne wissen, ob Mike Singer sagt, ja, zwar schon krass viel, ich bin ultra die traurige Person, weil so kommt es ja hier in dem Titel rüber. Stehst du da voll dazu, was die Bravo hier geschrieben hat, Mike? Würdest du sagen, der André, natürlich, wer sonst? Der André hat hier das passende Zitat gewählt, um die schmissige Überschrift zu auszuwählen. Ich habe schon ganz viel gewählt gesagt. Über Herzschmerz, seine Träume und sein Erfolgsrezept. Okay, warum habt ihr nicht so einen Traum hier oben als Überschrift? Das wäre doch viel positiver. Er leiht ihm die Singstimme, Cat Noir. Ich liebe Ladybug, aber ich liebe halt auch Ladybugs, ne? Das ist mein Ding einfach. Und ich glaube, so Synchronsprecher und auch so Synchronsänger ist ultra schwer. Ist ultra schwer, glaube ich. Was war bisher dein größtes Karriere-Highlight? Oh, das würde ich gerne wissen.
Der MTV Europe Music Award, das glaube ich sofort. Sowas ist bestimmt voll krass, wenn man so einen Preis gewinnt. Wir machen ab und zu mal bei so Kunstwettbewerben mit. Ich habe da noch keinen Preis gewonnen oder so. Aber ich glaube, das fühlt sich cool an. Ist nicht so, dass sowas wichtig wäre. Das wird er wahrscheinlich auch so sehen. Kannst auch ohne so einen Preis gut überleben. Aber es fühlt sich halt einfach cool an. Gibt es etwas am Starsein, woran du dich nie gewöhnen wirst? Bei mir wurde eingebrochen. Halt's Maul, was für Hunde. Man bricht nirgendwo ein. Warum macht man das denn? Ey, das glaube ich. Ich kämpfe immer noch mit diesem Gefühl. Das glaube ich sofort. Es tut mir total leid, Alter. Dass wenn jemand einfach so in dein Zuhause eindringt, richtig schlimm. Wahrscheinlich wurde dir danach geraten, weniger Privates öffentlich zu zeigen. Ja, das glaube ich. Die meisten Leute wollen wirklich gut. Ist er danach umgezogen? Ich würde gerne wissen, ob er danach umgezogen ist. Ich wäre umgezogen. Ich hätte da nicht wohnen bleiben können. Er ist schon lange im Game. Na, okay. Also ja, klar. Ich hatte es während Corona extrem schwer. Hat die Zeit mit der Familie genossen. Wegen Auftritten und so. Ja, okay, das glaube ich auch. Das war für Musiker, glaube ich, richtig übel. Für uns war Corona nicht so krass. Aber es interessiert auch keinen Schwanz. André hat ja nicht mich gefragt, ne? Wobei André, wenn du mal eine schmissige kleine Interviewnummer mit mir machen würdest, wobei ich auch gerne mit Claudia hier reden würde. Claudia und ich, wir wären so, ich spüre da was. Als Musiker Respekt zu bekommen, ist nicht immer leicht. Das glaube ich ihm auch sofort. Sobald du etwas Musisches machst, völlig egal, ob Kunst, Musik, Theater, also Schauspiel oder sonst irgendwas. Die Leute tun das alle immer als Hobby ab. Ja, das ist doch ein Talent. Hallo. Sowas, das kommt doch von alleine, ist doch keine Arbeit. Sobald du nicht an einem Lagerregal stehst, ist es einfach für viele keine Arbeit mehr. Bisschen schade. Eine große Arena-Tour. Ich weiß nicht, ob ich den Schneid dazu hätte. Mike, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du bist nicht so traurig, wie die Überschrift hier sagt. Oh, du fragst, Dr. Sommer antwortet. Ich hatte Angst vor der Seite.